Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio mit dem Rico. Hi. Warum komme ich bei dir so spät an? Warum reagierst du so spät? Oder liegt es daran, weil hier kein Strom ist? Am einen. Ja, das liegt am ATS, aber ich habe das Gefühl. Wahrscheinlich. Wir können ja danach mal Discord probieren. Zu unserem Stromproblem. Was ihr ja hier gerade seht, es ist ja jetzt auch eine ganze Weile her, seitdem wir das letzte Mal Factorio gespielt haben. Seitdem gab es einen großen Patch. Einen Energie-Patch. Sag ich mal so. Es ist nämlich jetzt hinzugekommen, wenn wir mal auf die Map gehen und mal hier ganz leicht über unsere Base scrollen. Da ist nämlich ein grüner Punkt. Das ist Uran. Es ist nämlich jetzt Uran hinzugekommen, lieber Rico. Weil sie das doch nicht mitgekriegt haben. Wissen. Und zwar die Leute erst mal. Haben die auch einiges im Technologiebaum um. Huch. Das war das Falsche. Machen wir es halt anders. So. Hier ein bisschen umgeändert, grafisch auch ein bisschen was umgeändert, vieles. Hier die Kernenergie zum Beispiel. Dadurch kannst du dann Reaktoren bauen und später sogar Atombomben. Ja, süß. Man kann Atombomben bauen. Allerdings wird es dann ein bisschen nervig, weil es gibt nicht mehr nur noch 4 Wissenschaftspakete. Es gibt jetzt 2, 4, 6 Wissenschaftspakete, die du alleine für die Atombomben brauchst. Und zwar gibt es das Wissenschaftspaket 1, wie normal, gehabt. 2 und 3 genauso. Und dann haben die aber das Alien-Forschungspaket rausgenommen und dafür 3 andere reingehauen. Und zwar das Wissenschaftspaket für Militär, Wissenschaftspaket für Produktion und Wissenschaftspaket für Hochtechnologie. Das wird noch lustig, Leute. Ja, was die auch noch mit eingefügt haben, das habe ich hier mal ein bisschen beim Durchblättern gesehen, ist... Was? Jetzt kommt nicht mehr. Gehen wir halt auf die Züge. Hier. Tankwaggon. Jetzt kann man nämlich auch Flüssigkeit transportieren, anscheinend. Was ich auch sehe, es gibt jetzt Bergbauproduktivität 1 bis 3. Ja, was ich auch noch gesehen hatte, Bremskraft kannst du jetzt sogar erforschen. Es bewirkt halt, dass die Züge eine höhere Geschwindigkeit konstant beibehalten können und dann schneller abbremsen halt. So. Und was die halt auch geändert haben, was mich nervt, sind die Heizkessel. Deswegen haben wir keinen Strom. Ihr seht, wie die hier angepackt sind, die 3 Stück. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Diese Dinger hier. Riesenteile. Man muss also von einer Seite Wasser. Oh, du Scheiße, es wird dann nervig. Miteinander. So koppeln. Man kann die noch nicht mal koppeln. Toll. Hier kommt mit alles abreißen. Das Gebiet da oben. Darf ich ja alles abreißen. Du bist unser Energieexperte. Du machst das schon. Ja, es kann eine Weile dauern. Ich gedacht so, okay. Wird auch jetzt eine Weile dunkel sein. Weil ja, verstehe ich nicht. Mit was werden die Förderbänder angetrieben? Die Förderbänder brauchen keine Energie. Ja, ich weiß aber. Ja, überleg mal, wie waren die denn angetrieben? Ja. Alles Stock, Booster und nichts geht noch. Oh, hier habe ich ein Förderband abgehört, das wird schon kommen. Oh Leute, ich sehe gerade was. Warte. Siehst du, wenn du nach oben am Wasser dort eine falsche Basis bin ich nach bei uns rangekommen, kann das sein? Jo, unten rechts siehst du jetzt auch mittlerweile auf der Map eine und oben rechts, oh. Oben ist die ja ganz schön nah, Alter. Ja, die ist sehr nah. Die sollten wir vielleicht bei Gelegenheit mal ausmachen. Bis bei Nacht. Ich hab gesagt, bei Gelegenheit.
Das Geld jetzt orange leuchtet bei Nacht. Ich werde sie erstmal komplett abrufen. Komplette Energie, Energie hier auf Kohle zuführen. Oh. Auch wenn das jetzt für die Zuschauer vielleicht ein bisschen nervig ist. Toll. Aber ich habe keine Spitzhacke mehr. Toll. Machen wir uns mal eine Stahlspitzhacke, die ich nicht machen kann, weil ich keinen Stahl habe. Ja, besser als mich zu gucken, wie ich schon mal den Beppel lecke. Ja gut, das ist jetzt Ding, mein Internet ist das Beste. Und meine Eltern sind halt gerade auch momentan im Internet. Oh, scheiß Eltern. nee, Lampe wollte ich jetzt, ne? Dampfmaschine. Vor allem, das Wissenschaftler geht mir jetzt her, brauchst du einfach eine Granate. Und die Munition. Und das Geschützturm. Das Geschütz. Und Und das Kohle. So, das ist die Güterwaggon. Ja, auch einer der Güterwaggons. Ja, die haben halt, wie gesagt, ganz viel, ganz schön umgepatcht. Umgepatcht und geändert. Umgenervt. Genervt. Glück, allerdings haben sie ganz halt genervt. Was haben sie denn? Wenn man so nennt. Na ja, die Dings, die Dampfmaschine haben sie genervt, wenn man es so sieht. Ja, die haben sie extrem genervt. So. So. Mach ich das denn? Na doch, Fuel braucht das Ding schon. So. Das ist jetzt nervig. Alter, Slow Motion, Alter. Echt jetzt? Sogar übel Slow Motion. Ach, das ist geil. Ich will mal was wissen. Und zwar. Ach nein, es gibt das dahin. Das weiß ich ab. Und setze es so, so, einfach mal testen. Mal sehen, ob das klappt. Das wäre nämlich nett. Dann, so. Alter. Es skaliert total, Alter. So. Die Schienen abbauen. Definitiv mehr Energie. Okay. Wenn man leckt, Alter. Noch was testen. Verdammt. Klappt das, wenn ich das so verbinde? Wird das dann... Alter, wie geil! Was nicht ist, ne? Checkst es? Du sollst mir den. Die Heizkessel fördert gegenseitig das Wasser. Weiter. Ach so, ja, das sehe ich. Aber brauchst du nur einmal Kohle für alle Beete oder was? Ich brauche jeweils für beide jeweils nur die Kohle. Also hier muss ich trotzdem jeweils nochmal mit Kohle, wie immer. Und war es ja nur in den ersten rein, geht Kohle hin zu dem anderen auch mit oder ist da? In dem anderen hatte ich vorhin was aus dem Inventar eingeschmissen. Der steckt doch immer nur auf 5 auf. Gut, zu wissen. Aber wenn ich das jetzt noch einmal so baue. Haben wir schon fast die komplette Energieversorgung wieder voll.
Die Cleavage-Sachen. Digga, was? Cool, der ist heller geworden. Der Stein haben sie auch überarbeitet. Grafisch. Ja, hab ich schon angeguckt. Guck schnell mal an. Hier oben. Und auch Steine. Erfolg! Also? Ja, weil ich gerade Öl abgeschlossen habe. Also, ich habe keinen Erfolg bekommen, beschiss. Ja. Was machst du hier so? Unlucky. Nein! Weil wir keinen Erfolg. Ach nee, jetzt habe ich gut, dass wir Tore haben. Forschungsgeschwindigkeit. Munition wegnehmen. Ist das was Nerviges mit dem Öl, was die mit dem Güterwagen reingeführt haben? Was denn? Doch mehr, was ich zu tun, mehr, was ich machen muss. Nee. Weil das Öl zu deinem Abbrennungssystem muss, damit wir Plastik herstellen können. Mit mehr. Ich habe aber mit keine frische Ölquelle gefunden. Ich sehe eine große Basis. Müssen wir hier mal ein bisschen was sehen. Da oben ist ein riesen Quellvortrag. Achso, gut, okay, na meint. Alter. Guck mal, unten rechts von mir. Warte. Moment. Oh, alles klar. So. Scheiße. Verdammt, Tommy. Ja, ich muss gerade hier noch eine Energieversorgung machen. Einen Moment. Alter. Hier rumrennen. Schön, so geht's doch mal. Hey, Tag. Ich muss ja, Rico. Du musst was machen. Ja. Ich muss ja irgendwie die Heizkessel machen. Oder? Ich will auf jeden Fall, wo ich mein Dings hinbaue. Meine Verbrennungsanlage. So viel Arbeit. Wenn ich dann eine Energieversorgung hier umzukommen, ey. Müsste eigentlich jetzt alles so. Also früher hatte ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nochmal 7 macht 15. Genau, Rico. 15 Dampfmaschinen stehen. Jetzt habe ich nur 4 stehen und es läuft. Läuft, hä? Ich bin gerade am Grübeln. So, das haben wir jetzt da nehmen. Das haben wir dort nehmen. Das kann dort nehmen, das kann dort nehmen, das kann dort nehmen. Und dann machen wir uns hier wieder eine Lampe hin.
Geht ein. So. Jetzt haben wir natürlich hier keinen Weg. Gehen wir hier ran. Zack. So, was hast du vorhin gesagt auf so einem Map? Hm. Ich sagte, wir haben keinen Ölbekomm gefunden. Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal, unten rechts. Guck dir die Basen. Also hier oben ist eine große Basis, links kommt eine große Basis, unten links kommt noch welche. Rico? Wir müssen die Pass erschienen. Wir müssen eine Armee aufstellen. Ich kämpf gerade mit Schienen, sorry. Echt jetzt? Es geht immer noch. Oh, frustrieren, Alter. Ja. Halt nicht, dass es ähnlich Bahngleise anknüpft wie im anderen. Wir müssen dann mal Automobil, damit wir einen Panzer bekommen. Ach du Scheiße, ein Panzerbaum. Oh nee. Ein Panzerbaum war ja noch ewig. In der Tat. Aber auch noch Stufe 3 und Militär. Oh nee. Das wird nervig. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wie geht denn das? Es geht einfach mehr. Ich verstehe es nicht. Das ist schön. Alter, die Eisenkiste ist voll. Mit was? Mit Eisen. Klappen. Ich hole mir mal Stahl, damit ich dann eine Stahlkiste hinsetzen kann. Da haben wir Stahl. So. Ja, genau, ich verpeile. Ich glaube, das ist gut. Cool aussehen. Also ich muss sagen, das haben sie grafisch eigentlich sehr gut gemacht. Oder was denkst du? Ich hab gerade meinen Erfolg hingekriegt. Was für ein Erfolg. Guck, damit man siehst es. Lol, was hast du denn gebaut? Ängste, wo? Kreuzung hast du gebaut. Oh, da ist ein Zug. Was kriegst du denn dafür einen Erfolg? Was musst du denn machen? Ich hab keinen Erfolg gekriegt, es war der Erfolg, dass ich die Verbindung hingekriegt habe. So. Ja. Was ist los? Beste ist, dass einen Stolper niemals Zug fahren. Tschüss. Na, ein bisschen Zug hier fahren muss auch mal sein. Ein bisschen Leute zeigen noch zum Ende der Folge. Tschüss. Weg, da rennt er wieder. Ich glaube halt auch nicht. Geil. Okay, Pierre, krieg mal die Produktion von ganzen Sachen übrigens. So, wie sieht das aus? Granaten können wir herrschen. Rück mal. Was? Rück mal, Peter. P. Produktion. Mhm. Bin Statistik und euch. Ich brauche eine durch, von daher mir wurscht. Ich sehe bloß links ist Produktion, rechts ist Verbrauch. Wir haben eine höhere Produktion als Verbrauch. Trotzdem kommt das hier noch ein bisschen gut aus. Hier kommt relativ wenig an. Das machen wir im Sinn.
Bergplatten. Ich sehe schon keinen Baum. Ach, jetzt wird's ja wieder. Scheiße, das geht nach. Wahrscheinlich noch eine Kiste voll. Der hat geschädigt, Leute. Blaue Dinger haben wir noch nicht, oder? Die blauen Sachen? Was, die Erfahrungspakete? Hm. So, damit ihr mal ein bisschen mehr Eisen euch verteilt. Oh nein. Alles safe, okay. All safe. Immer genug Strom. Das bin ich da. Passt. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und sehen uns beim nächsten Mal. Zu Factorio. Mit dem Rico. Bis dahin. Ciao, ciao.